Alex geht knallhart fremd. Ich habe Angst, dass du trotzdem vielleicht durch Gespräche vergisst, was wir haben könnten. Und ich möchte es nicht, okay? Ich möchte, also, ja, man spürt das so. Auch Christina macht vielleicht einen großen Fehler. Sobald sie ein bisschen mehr Hat die trinkt sich dann, oder verliebt? was? Hat die sich verliebt? Krass. Heftig, Wir oder? warten immer ab, Was was soll wir der? Aber jetzt mal ehrlich, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ja, einfach weiter Party machen, oder nicht? Und ist die Beziehung von Tommy und Sandra noch zu retten? Das ist für mich nicht freundschaftlich, das macht man nicht. Und wenn der Tommy diese Bilder sieht, also ich könnte da nicht ruhig bleiben. All das und noch einiges mehr gibt es in einer brandneuen Folge von Temptation Island VIP 2022, dem momentan auf jeden Fall spannendsten Format, das ich natürlich genau deswegen wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Kurz vorher aber nochmal der Hinweis, dass mein Partner Instant Gaming zum Black Friday ein wirklich krasses Gewinnspiel macht, findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Und wenn du gewinnst, wird deine Woche ganz bestimmt nicht schwarz, sondern bekommt einen wundervollen Regenbogen. Wie immer gilt, die ganzen Folgen gibt's auf RTL Plus. Und die letzte war ja hochdramatisch. Und deswegen muss Christina sich auch immer noch ein kleines bisschen beruhigen, indem sie so aussieht, als hätte sie ganz dolle Rückenschmerzen und nochmal erklärt, was sie eigentlich alles stört. Kommst du in das erste Format rein, ist verarscht. Kommst du in das zweite Format, wo du wirklich denkst, boah, das ist ein krasser Typ, der würde nichts machen. Wir gehen in Bonnie und Clyde, kommen wir rein und gehen wir auch gemeinsam wieder raus. Und dann wirst du einfach hops genommen. Ja, das mit dem Hops genommen von Alex, das stimmt natürlich irgendwie. Deswegen versucht Christina dann aber trotzdem ein bisschen Trost zu suchen. Und zwar bei Michelle. Und die nimmt dann Christinas letzte Hoffnung und zerquetscht sie wie Alex nicht vorhandene Eier. Ich hoffe, dass sich alles zum Guten dreht, aber ich glaube nicht, dass sich hier noch alles zum Guten wendet, sage ich dir ehrlich. Weder für dich noch für mich. Eine Sache gibt es dann allerdings, die Christina ein kleines bisschen aufheitern kann, nämlich Saufen. Und leider stimmt das wirklich, denn auch an diesem Abend bei der Party ist sie schon wieder ganz schön hart betrunken. Ich freue mich immer auf diese Abende, weil ich echt komplett am Boden bin. Ich glaube, ich hätte bis dahin schon längst abgebrochen, wenn es das nicht geben würde. Ja. Okay, und jetzt muss man natürlich sagen, ich glaube, das kennt jeder, dass wenn man Liebeskummer hat, es sehr, sehr gut ist, sich abzulenken und manchmal auch abzuschießen. Aber Christina tut wieder so Dinge und sie gehört auch definitiv zu den Trash-Stars, die niemals eine Gesangskarriere anstreben sollten. Bitte, bitte niemals. Was hat mich gesagt, Alia? Alia? Jawohl, jetzt check ich euch alle. Mach Musik lauter. Ja, Dance muss liegen mir im Blut. Aber auch in der Männervilla wird natürlich wieder getrunken und Vanessa und Alex stehen dann wieder zusammen und hauchen sich wundervoll verliebte Sachen zu. Und auch die beiden sind schon wieder wirklich maximal besoffen. Aber irgendwie kann man es ja verstehen, anders erträgt Vanessa Alex wahrscheinlich auch einfach nicht. Ich schwöre, Alex, keiner wird sich, alle werden merken, was das ist. Ich glaube, wir würden beide lügen, wenn wir sagen würden, dass wir nicht beide wissen, dass wir uns irgendwie sehr gut verstehen und dass wir uns auch sehr mögen. Das ist auf jeden Fall eine heftige Bindung. Und diese heftige Bindung, die drückt sich auch bei den beiden dann durch eine Gesangskarriere aus. Und immerhin, das kann man sagen, die beiden sind auf jeden Fall besser als Christina. Aber es ist halt trotzdem leider immer noch scheiße. Okay, und jetzt muss man natürlich sagen, das sind nur Song-Lyrics. Aber den anderen vergebenen Männern wird auch immer klarer, dass das zwischen Alex und Vanessa wirklich sehr, sehr ernst geworden ist. Und so richtig begeistert sind die davon nicht. Du bezauberst mich. Und ich sehe Alex, du bist so magisch, du bist so, und Vanessa, du bist so magisch. Bisher muss man ja aber sagen, auch wenn Christina oft sehr unangenehm war, in Sachen Fremdgehen war Alex auf jeden Fall der Schlimme und sie war eigentlich sehr lieb und treu und nervig. Aber auch das ändert sich jetzt ein kleines bisschen, also sie ist zwar immer noch nervig, aber das mit dem Treu, das wird auch immer weniger. Ja, ja, Blicke sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ich habe schon überlegt, dass ich so ein bisschen bei Christina halt schaue, dass sie nicht zu viel macht. Sollte sie sich um ihre eigene Beziehung Gedanken machen und nicht um das, was sie gerade da so veranstaltet. Weil letztendlich ist die Beziehung halt gerade auf der Kippe. Nun muss man natürlich aber auch sagen, dass Sandra, glaube ich, ganz genau hinguckt. Nicht nur, weil das Christina ist, sondern das war ja auch ihr Flocke, mit dem Christina da rumgemacht hat. Und der war von der Situation übrigens auch mittelgradig entsetzt. Beißt mir den Hals rein und sowas. Okay, das ist schon crazy. Also, warte, sie muss hier bleiben. Es gibt keinen toten Winkel. Darf ich dich kurz bitten, das zu halten?
Ja, und dann schüttet Flocke Sandra nochmal sein Herz aus, denn er macht sich wirklich Sorgen, dass Christina ihm zu nahe kommen könnte. Auch wenn das ja streng genommen sein Job als Verführer ist und er es sichtlich genießt. Der ist sowieso irgendwie ziemlich unangenehm, oder? Sobald sie ein bisschen mehr trinkt, dann verliebt? Oder was? Hat die sich verliebt? Krass. Heftig, wir oder? Mal ab, was soll ich, aber jetzt mal ehrlich, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ja, einfach weiter Party machen, oder nicht? Irgendwie finde ich das immer schwierig, weil auf der einen Seite klar ist, der Job der Verführer, weiter Party zu machen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich gerade in so einer Situation manchmal auch ein bisschen deeskalativ wirken. Aber wie auch immer, letztlich hängt es natürlich sowieso an Christina. Und so ganz nebenbei, junge Dame. Warum machst du das eigentlich, wenn du das deinem Freund die ganze Zeit zurecht vorwirfst? Ich sehe dich nicht mehr als Verführer, sondern wirklich als vernünftige, gute Jungen. Also ich habe dich hier kennengelernt und es sind echt coole Jungs und die feiern einfach meine Persönlichkeit. Ja genau, und weil sie Christinas Persönlichkeit feiern, kommt sie dann Flocke auch immer und immer näher, unter den sehr wachsamen Augen von Sandra übrigens. Eine Sache muss man aber natürlich sagen, das ist letztlich nur vielleicht ein bisschen kuscheln und tanzen und sich zu nahe kommen. Das, was wir gleich von Alex sehen, das ist was ganz anderes. Denn bisher kann man ja immer noch irgendwie argumentieren, vielleicht war es kein Fremdgehen und vielleicht war das ja auch alles gar nicht so gemeint. Aber die folgenden Bilder beweisen, Alex geht Christina hier knallhart fremd. Ich habe Angst, dass du trotzdem vielleicht durch Gespräche vergisst, was wir haben könnten. Und ich möchte es nicht, okay? Ich möchte, also, ja, man spürt das so. Krass. Und ehrlich gesagt finde ich die nächsten Bilder sogar noch ein kleines bisschen krasser, denn auch an diesem Abend gehen Vanessa und Alex wieder im gleichen Raum schlafen, nur dass sich die Plätze gewechselt haben und Alex diesmal auf dem Boden schläft. Aber wie die beiden miteinander umgehen, das kann man dann auch von niemandem mehr rechtfertigen. Wir haben echt viel Spaß. Mit Vanessa, das passt einfach perfekt. Ja, ja, viel Spaß. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass auch andere vergebene Menschen sehr viel Spaß haben. So zum Beispiel Sandra mit Flocke, der ja gestern eigentlich noch an Christina rumhing. Jetzt hat er aber wieder nur Augen für seine Lieblings-Sandra. Also Flocke und Sandra verbringen sehr viel Zeit miteinander. Es sind irgendwie auch durchgehend beieinander, egal ob es bei einer Party ist oder untertags ist. Stimmt auffallend. Und Michelle hat dafür, warum das so ist, auch eine sehr plausible Theorie. Ich persönlich würde sagen, sie hat dazu 100% recht, was irgendwie ziemlich traurig ist. Sandra hat sich ja schon oft beschwert, dass Tommy jetzt wenig Aufmerksamkeit gibt. Und vielleicht gibt Flocke ihr gerade genau diese Aufmerksamkeit, die ihr bei Tommy sonst fehlt. Und deswegen geht sie da halt 100% drauf ein und gefällt ihr das halt richtig, richtig gut. Diese Aufmerksamkeit ist dann übrigens so körperlich, dass es auch am nächsten Tag noch Spuren davon zu riechen gibt. Was ein deutlicher Indikator dafür ist, dass Flocke wahrscheinlich nicht so oft duscht, oder? Ich rieche voll nach Flocke. Ich bin ja hier hingekommen, um Spaß zu haben und nicht irgendwie in der Ecke zu sitzen. Und deswegen, wenn ich mich mit jemandem wohlfühle, dann verbringe ich auch gerne Zeit mit diesen Menschen und das merke ich halt bei ihm. Oh oh, und überhaupt hat man irgendwie das Gefühl, dass so ziemlich alle Beziehungen langsam den Bach runtergehen. Insofern gibt es dann tatsächlich aber noch eine positive Sache zu vermelden, nämlich Gigi. Der hat ja in der letzten Folge ganz doll seine Michelle vermisst und das ist interessanterweise jetzt sogar noch schlimmer geworden. Das ist zu viel, ich will einfach nur mein Baby sehen, ich will sie küssen, ich will sie umarmen. Ich will sagen, dass ich sie liebe. Dass sie alles für mich ist. Oh, irgendwie ist er schon süß, oder? Weil ich habe jetzt mittlerweile auch das Gefühl, dass er da keine Rolle spielt, sondern dass er das wirklich so sieht. Ich meine, klar, man kann ihm immer noch vorwerfen, dass er das vor einigen Tagen noch komplett anders gesehen hat. Aber schön ist es doch trotzdem, oder? Ich habe gar keinen Bock mehr. Reicht das? Ich will einfach nur bei Michelle sein. Und während Gigi nur an Michelle denkt, denkt Sandra, glaube ich, gefühlt wirklich irgendwie nur noch an Flocke und nicht mehr so sehr an Tommy. Das fällt dann natürlich auch Christina auf. Und so langsam habe ich irgendwie das Gefühl, dass die größte Feindschaft dieser Folge wirklich die zwischen Christina und Sandra wird. Sandra weiß ganz genau, was sie tut und die ist nicht ohne. Ein bisschen kuscheln? Nein. Mit einem besten Freund? Sorry, aber Best Friends gibt's hier nicht.
Dass da aber irgendwas zwischen Flocke und Sandra ist, das fällt übrigens auch den anderen männlichen Verführern auf. Und eigentlich ist ja deren Aufgabe, den Frauen eine schöne Zeit zu machen. Aber es gibt in diesem Falle tatsächlich auch ein bisschen Kritik. Und das, was gleich gesagt wird, stimmt ja. Aber irgendwie ist das wirklich ein bisschen unglücklich, das so vor der Kamera zu sagen, oder? Wenn ich, das ist jetzt meine Einstellung, ne, mit jemandem ein Jahr zusammen bin und ich liebe diese Person und ich sehe, dass ein fremder Mann bei ihrem Arm liegt und die da kuscheln und dann irgendwie auch geflüstert wird und ins Ohr und was weiß ich nicht was, direkt Sense. Sandra versucht sich dann ein bisschen damit rauszureden, dass das ja alles nur freundschaftlich ist. Aber das sieht Bennett, so heißt der Verführer übrigens, immer noch völlig anders. Das ist für mich nicht freundschaftlich, das macht man nicht und wenn der Tommy diese Bilder sieht, also ich könnte da nicht ruhig bleiben. Sandra bleibt aber bei ihrer Haltung und fügt ihr ehrlich gesagt auch noch was hinzu, was ich auch ziemlich hart finde. Ich glaube, darüber müssen wir gleich noch mal kurz reden. Das, was er sieht, wird er darauf reagieren, das sehe ich ja dann. Okay. Wenn er Scheiße findet, ja dann tschüss. Und da interessiert mich jetzt auf jeden Fall mal deine Meinung in den Kommentaren, weil ich persönlich finde, na klar, man muss sich in der Beziehung nicht alles gefallen lassen, man sollte auch nicht unbedingt abhängig von jemandem sein, aber es gehört doch auch trotzdem dazu, dass man sich selbst Mühe gibt und an einer Beziehung festhält, oder nicht? Naja, ich bin wie gesagt gespannt auf deine Meinung, aber wir können ja erstmal hören, was Flocke eigentlich zu sagen hat und dessen nächster Satz ist ehrlich gesagt einfach nur eklig. Ich kam hier rein und habe gesagt, ich will nicht, dass eine Frau hier fremd geht, ich will, dass die Frau sich in mich verliebt und genau das ist nach wie vor mein Ziel. Toll, klingt vor allen Dingen auch irgendwie so, als hätte er dann vor, sie nach der Sendung direkt wieder abzuschießen. Naja, wir können ja in der Zwischenzeit mal zu Gigi schauen, der Michelle immer noch ganz doll vermisst und deswegen jetzt sogar seiner bisherigen Lieblingsverführerin ganz offiziell einen Korb gibt. Und obwohl die Bilder schön sind, bin ich mir ehrlich gesagt leider ziemlich sicher, dass RTL die Michelle niemals zeigen wird. Ich brauche ein bisschen Abstand. Alles gut. Ich habe voll Herzschmerzen. Mhm. Michelle fehlt mir. Mir geht's nicht so gut. Ich will so die letzten paar Tage so ein bisschen für mich sein. Okay. Ist okay? Ja, klar. Trotzdem, wie ich finde, eine gute Entscheidung von Gigi. Eine weniger gute Entscheidung gibt es ja allerdings bei Alex und der möchte sich jetzt mal ein bisschen mit Tommy austauschen, denn das ist ja auch ein Mann, der sich sehr, sehr viel Sorgen und das nicht ganz so unrecht um seine Beziehung macht. Und das ganze Gespräch ist dann sehr, sehr merkwürdig. Was mit dir und Sandra? Was sei der Status, Alter? Der Status ist, dass ich lost bin. Willkommen im Club. Nein, deswegen sage ich dir, ich bin lost. Das ist jetzt schon zu viel für mich. Wenn da jetzt noch mehr Bilder kommen, dann bricht sie mir das Herz? Tommy ist aber auch irgendwie ein schwieriger Fall, oder? Weil einerseits hat er einfach gar keine schlimmen Bilder bekommen und andererseits scheint er ja wirklich sehr an Sandra zu hängen, aber er hat ihr das vor der Sendung leider nicht ausreichend gezeigt. Naja, aber eigentlich geht es in dieser Diskussion natürlich wieder mal um Alex und der rechtfertigt jetzt nochmal vor sich selbst, warum er eigentlich so eng mit Vanessa ist. Und warum sieht er eigentlich immer aus wie ein geistig eingeschränktes Hundewelpen, das gerade erst aufgestanden ist? Temptation hat mir gezeigt, was mir in meiner Beziehung fehlt. Ich weiß nicht, wie Christina ohne mich sich verhält. Jetzt habe ich es gesehen. Und das geht gar nicht. Okay, Alex, wie du dich allerdings ohne Christina verhältst, geht halt auch gar nicht. Da helfen seine weiteren schlechten Rechtfertigungsversuche auch nicht. Ich habe definitiv erkannt, dass mir tiefgründige Gespräche fehlen. Einfach einen Partner zu haben, der genauso tickt wie ich. Tiefgreifende Gespräche mit Alex. Was zum Teufel? Aber whatever, das beste Fazit kommt dann meiner Meinung nach von Gigi. Temptation Island ist für die meisten ein Horrortrip. Für Alex war Temptation Island eine Befreiung. Und für Christina hoffentlich ehrlich gesagt eine Befreiung von Alex, der dann übrigens noch was Ekliges sagt. Und ich glaube, mittlerweile kann man es auch als bewiesen annehmen, dass er wirklich schon vor der Sendung geplant hat, seine Beziehung zu beenden. Ich hoffe, ich kriege sogar noch krassere Bilder, hoffe ich, damit ich genug Argumente habe. Verstehst du? Guck mal, ich habe meine Prinzipien. Mein Prinzip ist, ich gehe nicht fremd. Wenn ich jetzt mit dir fremd gehen würde, würde ich mein Gesicht verlieren. Ja. Das mache ich nicht. Wird Alex sich da eigentlich selber reden? Weil ich meine, da sind überall Kameras und wir wissen doch Bescheid, oder? Okay, ich glaube, ich muss zur Entspannung auf jeden Fall mal wieder in die Frauenvilla schauen. Und da macht Flocke nochmal was ganz anderes mit Sandra, weil bisher hat das ja eher mit Flirten probiert. Jetzt kommt auch noch Manipulation. Wie schön. Egal, wie besoffen du bist oder sowas. Oder was bis jetzt passiert ist, wir können das ja danach mit Tommy klären und sagen so, ey. Ja, natürlich. Und ich war das war die Show. Und selbst wenn nicht, wenn er das nicht akzeptiert und nicht mit sich reden lässt, du bist schon eine eigenständige Frau. Du weißt, was du machst. Also lass dich nicht runterziehen, wirklich. Hörst du? Ja, naja, das stimmt. Oder willst du abhängig von dem Typen sein?
Niemals. Hui. Und dann sind wir übrigens tatsächlich beim absoluten Highlight dieser Folge angekommen. Nämlich meiner Aufforderung, doch jetzt bitte kostenlos meinen Kanal zu abonnieren, weil das ganz viele von euch immer noch nicht getan haben und ich mich so darüber freuen würde. Achso, nein. Eigentlich mit so einer Art Poetry Slam. Den Anfang hat Gigi gemacht, war einfach nur wundervoll. Playboy Gigi, nein. Ich bin so geil, jeden Tag eine andere Frau und das ist mein Style. Okay, und dann wurde es wirklich extrem merkwürdig. Weil auch Alex ist da angetreten und hat dann mit Vanessa zusammen etwas Gedichtähnliches vorgelesen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Guckt es euch einfach am besten selber erstmal an. Meine Intention bei Temptation Island war, die Beziehung zu prüfen. Ist die Liebe wirklich da? Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 war die Distanz gegeben zu ihr. Es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen gar nicht genießen kann. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier einen Menschen treffe, der so gut zu mir passt. Okay, und ihr werdet gleich ganz viele entsetzte Gesichter sehen. Und meins ist ehrlich gesagt auch entsetzt, weil das, was Vanessa und Alex da machen, ist ja quasi sowas wie eine offizielle Liebesgedichtserklärung oder was auch immer. Und ich bin mir immer noch unsicher, ob ich das jetzt eher eklig oder peinlich finden soll. Einigen wir uns am besten erstmal auf peklig. Schaue ich ihr tief in die Augen, sehe ich im Spiegelbild ihrer Seele die gleichen Werte, für die ich gerade stehe. Tag 12, Tag 13, Tag 14, das Ende der Reise naht. Ich muss eine Entscheidung treffen und diese wird hart. Nun stehe ich vor der Wahl, höre ich auf meinen Kopf oder mein Herz. Egal, wie ich mich entscheide, es wird eine Qual. Alter Schwede. Also zum einen muss ich sagen, dass die Worte an sich sogar irgendwie ganz hübsch waren, aber der Inhalt, das, was Tommy gleich als allererstes sagt, trifft's perfekt. Was war das? Beide am Zittern, beide, als ob sie sich an der Welt öffnen, für was sie füreinander fühlen. Zu viel. Auch Gigi war dann wirklich entsetzt und er und Tommy konnten sich gar nicht mehr beruhigen. Aber gut so, weil das geht mir halt genauso. Die haben Liebeserklärung gegenseitig. Nee, komplett? Die haben komplett da die Liebeserklärung abgegeben. Ist das die Wahrheit oder nur ein Traum, sagt er. Tommys Entsetzen ist dann so groß, dass er übrigens auch nochmal das Gespräch mit Aurelio gewählt hat. Und falls du dich übrigens wundern solltest, warum der eigentlich in meinen Videos nie vorkommt, er macht halt einfach absolut nichts. Und die beiden sind sich ziemlich sicher, dass das mit Alex und Christina dann jetzt wohl vorbei ist. Die werden alle gegen ihn schießen jetzt. Ja, alle. Ich weiß. Und die haben recht. Ja. Tut mir leid, die haben ja, recht. Ja, ich weiß. Wie sie redet, geht gar nicht. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Sache. Genau, brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber was er macht. Ja. Es ist schlimmer. Ja. Und auch die anderen Verführerinnen sind absolut dieser Meinung. Und Tommys Entsetzen wird einfach nicht weniger. Und das haben die eigentlich alle ziemlich gut zusammengefasst, ne? Das wird sie zerreißen. Nee, das Couple Christian und Alex ist vorbei. Temptation hat die auseinandergebracht. Game over. Krass. Ja. Oh Mann, aber leider war es das jetzt erstmal wieder mit dieser Folge von Temptation Island. Aber die nächste wird auch richtig gut. Denn da hat Alex plötzlich Bedenken. Ich habe das Gefühl, dass ihr aber hintergangen habt. Und das nächste Lagerfeuer wird richtig hart. Okay, ciao. Denk ans Abo, wenn du das nicht verpassen willst, dann würde ich mich jetzt noch sehr über eine positive Bewertung freuen. Und du hast es wahrscheinlich vorhin schon gesehen, es gibt bei meinem Partner Instant Gaming momentan den großen Black Friday Sale. Und da kann man Sachen gewinnen und bekommt Spiele wahnsinnig günstig und das solltest du dir unbedingt anschauen. Packe ich dir natürlich ganz oben in die Videobeschreibung, da gibt es wirklich eine Menge Schnäppchen. Ich habe ehrlich gesagt auch schon ziemlich hart zugeschlagen. Aber streng genommen musst du das alles natürlich sowieso wieder tun, denn sonst riechst auch du bald nach Flocke.